Ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir wollen direkt doch schon mal in die neue Kuppel, die hier oben, nee, die da hinten aufgetaucht ist, genau da. Die hier. Und wollen uns auch mal anschauen. Schlafzimmer ist hier. Okay, ab ins Schlafzimmer. Muss mal anschauen, was es hier Schönes gibt. Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Und hoch. Ich könnte auch direkt schon wieder da hingehen. Aber wir wollen natürlich mit der niedrigsten anfangen. Was ist, wie viel brauche ich denn da? Die kriege ich noch nicht? Okay. Weiter geht's mit Galaxie. Was ist das für eine? Windgarten. Das sieht mir sehr windig aus. Wie ich darauf vorkomme. Vielleicht war die Windgarten heiß. Aber egal. Wir wollen auf jeden Fall da rein. Und ein bisschen weitermachen. Der Himmel, der Wind und der Hase. Was für ein fucking Hase? Muss ich den Hasen jetzt fangen? Ich muss diesen Hasen offenbar fangen. Alles Klärchen, Popärchen. Dann wollen wir das auch machen. Übrigens, heute geht's nicht besser. Ich habe es heute am 15. kommt es heute. Sollte es zumindest heute kommen. Und am 15. wäre das auch, nehm ich es auch gerade auf. Warte mal. Ich muss euch doch bestimmt benutzen. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ah, siehste. Gut. Und nein. Oh, shit. Nicht springen. Es ist ein bisschen momentan. Es gibt ein paar Sachen, die ich eigentlich schon länger hätte erzählen wollen würde. Aber es gibt momentan bei mir. Es ist, sagen wir es mal so, es ist momentan schwierig für mich aufzunehmen. Einfach nur vom Kopfsache her, wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher, wenn es da ein bisschen. Ich weiß es auch nicht, okay? Ich weiß es doch auch nicht. Es ist bei mir momentan ein bisschen Kopfsache, ein bisschen schwierig alles. Dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. Aber es ist leider momentan so und. Ich versuche wirklich mein Bestes und ich gebe auch wirklich Mühe, hier viel aufzunehmen. Also wirklich, aber es ist irgendwie. Ja, Kopfsache gerade ganz, ganz schwierig, privat und bla bla. Aber wir wollen natürlich hier, das ist natürlich hier kein Trauervideo. Wir sind ja hier nicht, weiß ich nicht. Berliner Vanille oder Cornel. Oh, Cornel ist. Nein. sondern wir sind ja hier bei mir und wollen ein bisschen Spaß haben, ne? Wollen ein bisschen Spaß haben. So. Ich hab echt. Sag mal, kriegen wir hier zufälligerweise irgendwie gleich ein Dingens? Einen Fresslumer? Oh nein, bitte zieh mich ran. Oh, Glück gehabt. Ich bin abgesprungen, Idiot. Wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, wir kriegen hier gleich einen Fresslumer. Kann das sein? Das sieht mich echt danach aus, weil er mich hier die ganze Zeit nämlich hier. Nur sich darum dreht, dass hier gleich einer was zu fressen kriegt. Das Ding zu scheuen ist immer noch scheiße. Möchte ich einmal betonen. Aber es ist. Jetzt habe ich gerade ein bisschen umgerückt und es geht besser jetzt. Sag mal, wie viele gibt's denn? Also, Sternteile kann ich ja hier sammeln. En masse! Nein, 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 nein. Ach, warum drücke ich denn immer A? Warum drücke ich denn immer A, wenn ich mich eigentlich schütteln will? Was soll denn die Scheiße? Was soll denn das? Oh. Fucke die Duck. Fucky die Ducky die Duck. Ach komm, wir können hier immerhin ganz. Was bist du denn? Was machst du denn? Sag mal. Okay. Das hat mir jetzt nichts genützt, oder? Ich glaub nicht. Weiter geht's. Wie viele Sternteile? Alle mal mitnehmen oder zumindest so viel wie es geht. So, jetzt kann ich abspringen. Frage ist, wie komme ich denn von hier aus weiter jetzt? Muss ich euch erst kaputt machen? Sieht so aus. Ah, guck mal. Tatsache. Ja. Wir haben schon. Alter, wir kriegen ja schon. Können wir vielleicht den einen Luma mal endlich füttern? Wäre ja ganz cool. Übrigens ist ja auch Super Mario Odyssey raus. Oder zumindest soll zumindest kommen. Und, es ist zumindest ein Trailer davon gezeigt worden. Ich bin da, also es sieht eigentlich, ich bin aber noch zwiegespalten. Ich lass mich überraschen, sagen wir es so. Ich bin halt echt noch zwiegespalten, weil das könnte mega gut werden. Es könnte aber auch so ein Sonic Adventure-Ding werden. Also, ne? Lasst euch überraschen. Bitte gib mir eine Münze. Dankeschön. Und die Musik ist super, ne? Ich höre übrigens die ganze Zeit bei mir immer Pling, Pling,
Pling, das werdet ihr nicht hören, weil es halt hier von Recentral direkt aufgenommen wird. Aber ich höre das die ganze Zeit im Hintergrund. Ich lade gerade noch Hintergrundmusik runter, gerade weil ich so ein bisschen Minecraft machen möchte jetzt. Lade ich gerade noch so ein bisschen was runter, für Hintergründe und allgemein so für Sachen so zum Einspielen und sowas alles, ne? Es ist gerade echt ein bisschen, und deswegen, ich suche immer so gute Hintergrundmusik. Habt ihr gute Hintergrundmusik von irgendwelchen Spielen, die ihr gut findet? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich füge mich den gerne ein. So, jetzt kommen wir endlich mal zum Hasen an, nachdem ich hier fast 6 Minuten den ganzen verschissenen Level... Ich kam überhaupt nicht zurecht mit dem Level. Diese einzelnen Level sind für mich nichts. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja, glaube ich. Oh, die muss ich auch noch runter. Wie heißt die Musik? Die muss ich auch noch runterladen. Arschloch! Komm hierher! Oh, scheiße. Ich kriege ihn gar nicht, oder? Ich muss ihn nur folgen, oder? Jetzt sehen wir endlich mal, wie eine Röhre von... Ach, das war gar keine Röhre. Ha! Komm her, du scheiß Hase. Kann ich ihn irgendwie stunnen? Hab ihn! Woo! Ich hab verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Hätte ich ihn auch früher fangen können? Bestimmt. Ich hab mich schon einfach nur angestellt wie ein Idiot. Das. Beim nächsten Mal wird's anders laufen. Ja gut, wenn du das sagst. Ich hab mich schon gerade nur angestellt wie ein Idiot. Aber wann haben wir endlich, nach so langer Zeit in diesem Part, unseren ersten Stern erhalten? Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Stern. Yeah. Windgarten, ja, ich sehe der Himmel, der Wind und der Hase. Speichern, ja. Okay, möchte ich. Wahrscheinlich ein Reset-Knopf. Okay, mache ich halt nicht. Weiter geht's. Da würde ich ganz gerne rein, aber gut. Machen wir den nächsten Stern in der Windgarten-Galaxie. Begegnung mit General Maulwurf. Okay, gucken wir uns das doch mal an. Oh shit, das sieht mir nach einem Boss aus. Aber es sieht nicht nach einem Boss aus, sondern ist es wahrscheinlich ein Boss. Okay. Und einmal das Super Mario 3D Land Finale zu zitieren. Ja, ich hab ihn noch erwischt. Ich hab's noch erwischt. Was kriege ich wohl, wenn ich die ganze Zeit diese Münzen erwische? Bestimmt irgendwas sehr, sehr Gutes. Ein bisschen nach oben weiter. Oh, Alter, wie viele Sternteile. Kann die Kamera mal eben? Guckt einfach mal nach oben. Wow. Assi. Also, den Hals nach oben bewegen kann er nicht, ne? Ach so. Ach, Moment. Ich muss so machen. Ah, okay. Verstehe. Alles klärchen. Und das war doch bestimmt irgendwie... Also, wenn er schon General Maulwurf heißt, muss ich wahrscheinlich den anderen genauso ungefähr machen, oder? Kann das sein? Zack. Und bam. Hab ich. Hier irgendwo drunter ist doch bestimmt irgendwo hier das Laufding. Der Stern. Oder ich muss euch echt alle besiegen erstmal. Komm her, du Arschloch. Oh, nice, eine Münze. Aua. Die Münze hat viel gebracht. Wo ist denn der letzte? Da läuft er. Hinterher. Wo ist er denn? Oder ist hier der Stern drin? Nicht? Ah, da. Muss ich euch erst alle besiegen? Oder? Muss ich. Okay, der bereitet mich wahrscheinlich echt auf den Boss vor. Gut. Schieß dich rüber. Das sind ganz viele Münzen. Hätte ich mich da irgendwo festhalten müssen? Okay. Ich hab gedacht, landet auf das andere Ding, ne? Ich weiß, ob ich das reinmache. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, der arme Wurm. Oh, es ist ein bisschen eklig, ne?
Dass er jetzt auf diesen riesigen Wurm läuft. Das ist ein bisschen sehr eklig. Was wäre denn passiert, wenn ich das durch die andere Seite gemacht hätte, durch die hier? Wickler, verpiss dich. Das ist halt echt ein bisschen eklig. So, da drüben bin ich wahrscheinlich rüber. Also würde ich den wahrscheinlich aktivieren. Oder ich will gar keinen aktivieren. Ich will einfach nur hier rüber. Warte mal. Da komme ich doch bestimmt auch so ran, oder? Nee. Moment mal. Ah, es kommt... Ah, schade. Warte, vielleicht so? Nee, gut. Also muss ich hier irgendwas hinmachen. Wahrscheinlich den Wurm. Fucking Käfer. Also den höchstwahrscheinlich. Oder? Auch nicht? Dich? Auch nicht? Denn dich. Irgendwann muss ich doch mal den richtigen treffen. Aua. Oh Mann, der arme Wurm. Tust ihm voll weh, Mario. Bist du eigentlich... Hast du gar kein Mitgefühl? Oh Gott, ich hab einen Boss, ne? Oder auch noch nicht? Aber wahrscheinlich kommt erstmal so ein Luma, der mir hier Essen verkaufen will. Oder ich hole mir einfach den Maxi-Pilz, der da läuft. Sehr schön. Gut, jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir haben Maxi-Pilz. Sagte er in seinen jugendlichen Leichtsinn. Kriegt wahrscheinlich gleich voll auf die Fresse. Oh Gott. Er hat so einen blauen Panzer auf dem Kopf. Ih, der will mich. Ach, ich muss bestimmt noch hochklettern, ne? Oh, warte mal, er kommt raus. Ih, der will mich fressen. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch von oben Anschwung holen. Na super. Ich glaube, jetzt hat er mich registriert. Ich glaube, jetzt ist er pissed auf mich. Wo ist er? Oh. Oh, shit. Geh weg. Ich kann ihn nicht treffen? Was? Oder warte mal. Oder wenn er hochguckt, muss ich ihn dann mit den Dingen hauen. Oder dann eine Arschbombe machen. So, pass auf. Wir machen nochmal so. Mal komm. Hoch. Ah, okay. Alles klar. Verstanden. Und dann muss ich sein Popöchen wahrscheinlich prüfen. Okay. Ich habe den Boss verstanden. Der ist gar nicht so schwierig. Oh. Sternteile. Ah! Also aber wieder reinspringen. Assi. Du Assi. Du bist ein richtiger Assi. Oh, shit. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Zack, Arschbombe. Assi, ne? Arschbombe? Hab ich ihn besiegt? Ich hab ihn besiegt. Was gehört hat? Vielen, vielen Dank, da ich weiß, dass ihr Gesundheit sagt. Ihr seid nette Menschen. Ich bin erkältet. Nice. Gut, meine lieben Freunde der Sonne. Das war's aber für Super Mario Galaxy 64 heute. Ich bin froh, das wieder aufgenommen zu haben, endlich. Ich hab Spaß. Ich mag das Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir einmal so ein bisschen meine Meinung zur Super Mario Galaxy Odyssey an. Wenn ihr das auch hören wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder allgemein zur Switch. Vielleicht mal darüber auch nochmal MK8-Part mal gucken. Wahrscheinlich das eher. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.